Servus, Mario aus Thailand, Satterhip. Heute ein Thema, was ich denke ist ganz wichtig hier in Thailand, und zwar, es steht die Hauptsaison vor der Tür und es kommen jetzt dann die Massen an Touristen und leihen sich, oder viele davon leihen sich ein Moped oder einen so einen Motorroller oder gleich etwas Größeres, ein stärkeres Motorbike aus. Und zwar aus gegebenen Anlass, weil hier in Thailand wirklich sehr oft Folgendes passiert, zwar Unfälle, und dann die Leute hier in den Krankenhäusern landen, meistens mit schweren Kopfverletzungen, und die Kosten natürlich erstens mal wahrscheinlich ganz schwer zu übernehmen sind. Und eben dann so gewisse Spendenkonto aufgerufen werden, damit die Personen dann in ihr Heimatland zurückgeführt werden können. Jetzt natürlich wären da ein paar ganz, ganz wertvolle Tipps. Was muss ich beachten hier in Thailand? Straßenverkehr etc. Was muss ich beachten beim Moped ausleihen und so weiter und so fort? Erstens. Hier in Thailand gilt die Helmpflicht. Das heißt, wenn ich mir ein Motorbike ausleihe oder einen Motorroller ausleihe, dann bestehe ich darauf, dass ich einen oder zwei Helme dazu bekomme. Kommt natürlich jetzt auf die Personen an, aber wenn man eben zu zweit ist, zwei Helme. Dann bestehe ich darauf, dass das Moped eine Versicherung hat. Lass mir diese Versicherung zeigen, ich fotografiere diese Versicherungspolice ab und weiß somit, dass das Moped versichert ist. Drittens, das Moped wird genau inspiziert, bevor man dann den Vertrag unterschreibt. Das heißt, auf etwaige Schäden kontrolliert und natürlich gleich mit Foto festgehalten, damit es anschließend keine Probleme gibt. Es fängt ja hier an, dass man sagt, es ist ja sehr günstig. Man zahlt ja meistens ab 150 Baht pro Tag für einen Motorroller. Und jetzt kommt es natürlich dann darauf an, wie viele Tage ich eben den Motorroller ausleihe. So kann ich dann immer wieder verhandeln. Mal 150 oder 200 Baht oder sogar oft auch 100 Baht, wenn ich es ein ganzes Monat ausleihe. Was vielleicht auch noch zum Schluss wichtig ist, wie muss ich das Moped voll getankt zurückbringen oder eben so, wie ich es übernommen habe, das wäre vielleicht auch noch zu klären. So, dann steht eigentlich nichts mehr im Wege, dass ich mir eben das Moped ausleihe. Dann, wie gesagt, Helmpflicht. In allen Touristengebieten hier in Thailand wird von der Polizei die Helmpflicht überprüft. Vor allem ausländische Fahrer. Es ist ja nicht mehr ein Bußgeld nur erledigt, sondern es ist lästig, weil man dort sein Moped abstellen muss, meistens in die Polizeistelle fahren muss, dort wieder warten muss und dann dort eben dann den Betrag zahlen muss, die Strafe bezahlen muss. Es ist auch, sage ich mal, langwierig und lästig, das Ganze. Und was ganz, ganz wichtig ist, Leute, ihr benötigt einen Führerschein. Es wird auch ein Führerschein kontrolliert. So, ganz wichtig, wenn ich jetzt von Europa hierher komme, dann nehme ich mir einen internationalen Führerschein mit. Der ist hier in Thailand gültig. Du bekommst den internationalen Führerschein in Europa, meistens bei den Autofahrern, Mobilclubs, was ich so weiß. Ganz wichtig, auch einen Führerschein mitzuführen. Und jetzt kommt eigentlich das ganz, ganz Große, warum man hier über solche Themen jetzt in letzter Zeit sehr viel spricht. Man muss auch eine Krankenversicherung hier haben. Also es ist empfehlenswert, eine Kranken- und Unfallversicherung hier zu haben, weil die Straßenverhältnisse hier in Thailand nicht denselben entsprechen wie in Europa. Da gibt es schon Schlaglöcher, da
also leicht übertrieben, aber da verliert man sich da drin schon. Und gerade in der Nacht auch ganz schlecht beleuchtet. Und natürlich bei Regen sehr, sehr rutschig. Ganz wichtig, Leute, fahrt da langsam und wenn möglich, oder eigentlich sehr zu empfehlen, schaut, dass ihr eine ordentliche Krankenversicherung, Unfallversicherung hier habt, damit, wenn wirklich was passiert, die das übernehmen kann. Weil, ich ja schon am Anfang erwähnt habe, hier jetzt sehr viele Unfälle passieren, wo dann eben ein Spendenkonto gebraucht wird. Und dann hier das zu bezahlen. So, jetzt haben wir einen richtigen Regenschauer hier. Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Recht herzlich willkommen bei neuen Abonnenten meines YouTube-Kanals. Vielen lieben Dank an alle, die bereits abonniert haben. Die nicht abonniert haben, abonniert bitte, es ist kostenlos. Gebt mir bitte ein Like auf meine Videos. Leute, ihr seid mega spitze. Tschüss, Servus. Mario aus Thailand, Satterhit. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen mal informieren können, wie wichtig es hier ist, auf gewisse Sachen bei Moped ausleihen zu achten. Tschüss, Servus. Gerade startet der Regenschauer hier bei mir. Tschüss.